Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier den Niva 2121 vorstellen, Baujahr 1983. Hier haben wir das gute Stück. Kostet hier 21.000 Euro. Und wie wir ja sehen, unten haben wir schon 10 Euro Aufpreis, also 21.010 Euro kostet so jetzt da steht. Ja, Leasing hier 1.071 Euro. Wir haben hier eine Geschwindigkeit von 120 km/h, 45 Liter Tank und wir haben hier 80 PS, entsprechend hier 59 kW. Wir können uns hier hauptfarbenmäßig hier uns den schalten, wie wir möchten. Ja, dann haben wir hier Design. Ja, da haben wir jetzt hinten eine Hängerkupplung, als nächstes ein Dachträger oder hier vorne einen Bullenfänger oder einen Rammschutz, wie man so sagen möchte. Oder wieder alles ohne. Als nächstes haben wir hier also Verbreiterung aus Kunststoff. Dann hier getönte Scheiben. Ohne Verbreiterung oder hier mit Verbreiterung und getönte Scheiben oder Standard. Als nächstes haben wir hier Alufelgen. Ein bisschen breitere sind sie. Oder hier Offroad-Reifen, aber dafür schmale auf Stahlfelgen. Das sind so unsere Optionen. Ich habe den jetzt zwei, dreimal gekauft und ich denke mal, wir schauen uns den jetzt natürlich auch genauer an. Ah, ich habe hier ein Big Pack vergessen, uns zu besorgen. Da werden wir uns jetzt auch hier so ein Big Pack nochmal herstellen. Und Dachträger natürlich uns anschauen, dass wir den mal den aufstellen können. Oh. Mal so hergehen. Hoffentlich. Irgendwie habe ich jetzt den verloren. Ich glaube, ich habe nicht aufgegessen heute. So. Ja, da kommt mir vor, wir haben hier eine Kollision. So her. Das werden wir auch gleich mal feststellen. Bleibt hier irgendwie so komisch stehen. So. Wenn wir auch gleich hier anschauen, da sehen wir jetzt, hier haben wir eine Kollision. Ja, was eigentlich, glaube ich, gar nicht dahin gehört. Die haben wir ja bei den ganzen, wo ein Dachträger haben hier diese Kollision. Wir werden jetzt gleich mal schauen, ob die Kollision da bleibt oder weg. Geht, wenn ich jetzt ein bisschen vorfahre. Aber mal. Habe ich auch schon erlebt bei solchen Autos. Leider hier nicht. Wie wir sehen, haben sie die Kollision ja hochgezogen. Wie wir ja sehen. Ist halt leider so. Also du kannst den, wie du ja siehst, den Dachträger dann einerseits hier nicht verwenden. Guck mal den gleich mal hier weg. So. Wir gehen jetzt mal rüber. Oh, da hänge ich hier immer noch fest zwischen die Kollisionen. Ja, das ist manchmal echt nervig. Wir schauen uns hier, wo wir jetzt hier stehen. Ah, da hinten. Da fahren wir gleich mal mit dem hier auf die Bühne und schauen uns hier den mal von unten her an. So. Ja, da mal unsere Puppe. Funktioniert, ist die komische Hupe, was der Motor meistens einbaut, komischerweise. Ich weiß nicht, was er so toll findet an dieser Hupe. Mir gefällt es wirklich nicht. Ich würde glatt hier die Sounddatei ändern. So, wir schauen jetzt mal rein. Das sehen wir hier unten her schick modelliert. Achse, Auspuff, vom Allrad, also die Antriebswellen, die Federn, die Querlenker, ich Spurköpfe, wie wir sehen. Ach, das ist ja richtig super alles gemacht. Also, ich muss wirklich sagen, von unten her sieht das schon mal super aus. So, haben wir mal Tour. 15 km/h. Ja, da müssen wir uns jetzt noch schnell hier mal einen Anhänger uns noch besorgen. Und natürlich per Express, also per UPS vielleicht noch am besten. Das wäre hier im Anhänger. Boah, das war ja gekonnt.
Ja, wie wir leider sehen, hier dynamische Schläuche hier leider hier nicht verbaut worden sind. Der Thatcher natürlich passt, wie wir hier sehen. Aber was machen wir jetzt am besten? Ja, wir fahren jetzt hier vorne. Oh, jetzt läuft der Hund mir noch vor dem Geländewagen. Fahren wir mal hier so mal. Oh ja, dann sehen wir hier wieder schön einfedert. Natürlich hier vorne durch den Schlamm natürlich durch. Danach machen wir hier unser Lichttest. Machen wir extra mal ein bisschen langsamer, mal schauen, ob der stecken bleibt oder nicht. Wie wir sehen, wir sinken ja schön ein. Aber wir kommen hier ganz schön gut hier vorwärts. Sehr schmutzig, wir driften ein bisschen rum, wie wir gerade sehen. Aber ich denke mal, wir schaffen es natürlich hier schon irgendwie durch. Wow. Heftig, als wie heftig. Bremslicht geht. Rückfahrlicht auch. Was irgendwie das Interessante ist, dass die Scheinwerfer eigentlich alle, außer die vorne, die auf der Stoßstange sind, alle frei sind von Dreck. Hm, das ist schon mal sehr interessant. So. Mal stehen bleiben. Wir machen jetzt hier unser Licht, das natürlich. Oh, einmal ist das normale Licht hier an. Schein am Boden haben wir leider nicht. So, jetzt mit dem zweiten Mal F drücken. Haben wir vorne einen Schein, hinten keinen Schein. So, jetzt schauen wir erstmal Blinker. Er funktioniert schon mal. Jetzt hier vorne mit Nummer 6, Nummer 5, 5 und 6. Oder jetzt hier mit dem F durchschalten. Innen drin, Armatur ist hier animiert, wie wir ja sehen. Karo, das funktioniert. Linker Kontrolllampen, leider hier keine. Schade irgendwie. Und von den anderen Kontrolllampen, Nebelscheinwerfer oder sowas, auch leider ohne Funktion. Schauen wir wieder natürlich die anderen uns mal an. Wie Sie mal sehen, jetzt ganz schön verdreckt das ist. Wir stellen den am besten mal hier rüber. Es wirkt schon irgendwie auf so komisch, so ultraviolett. Wirkt das schon ein bisschen. Vor lauter sind wir jetzt mal hier in den mal drin. Schauen wir uns mal von innen ran. Spiegeln ja hier mit Funktion. Ich glaube, dass der Innenspiegel ein bisschen größer ist, als was er sein sollte. Das sieht man jetzt von außen nicht so, aber es ist leider so. Leider kann man hier bei dem Modell hier nichts aufmachen. Aber ich finde so ja ganz schick das Ganze gemacht. Wir können hier komischerweise durch, wenn wir mal stehen, durch die Felgen hier auf der einen Seite durchschauen. Das ist halt eine optische Sache, wenn man jetzt so genau hinschaut, wie ich jetzt das gerade mache. Reifenspuren macht er auch. Da sehen wir jetzt hier die Spuren. Sieht aus, als ob das einheitliche sind. Wir schauen jetzt den anderen natürlich uns an. Gehen jetzt mal rein. Sieht das jetzt so her aus? Das andere war wegen den Schmutz von den Cheddar. Finde schon mal, sieht schon mal sehr interessant so her aus. So, wirkt nicht so dunkel wie davor mit dem Schmutz. Wir machen natürlich nachher mit den anderen unseren Speedtest natürlich. Dann stellen wir jetzt auch jetzt nochmal kurz hierher. Und jetzt gehen wir hier mal mit dem Gummi. Ja, jetzt fahren wir eine kleine Runde spazieren. Mal sehen, ein russisches Kennzeichen. Jetzt gehen wir mal volles Lohr. Die Hände hat er eigentlich relativ gut noch am Lenkrad. Wow, der geht hier ganz schön nah ab. Oh, jetzt müssen wir durch den Schlamm auch noch gefahren. Das wird auch natürlich noch dreckig. Man sieht jetzt ganz langsam bei der Heckscheibe so her, wie langsam hier der Schmutz aufzieht.
einmal ein bisschen ruckartiger gelenkt und die Piste, ja, kommt natürlich schon von der Straße ab. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wow. 123 km/h machen wir. Bleibt auch relativ gut stehen, muss man dazu auch noch sagen. Ja, jetzt sieht man jetzt wieder, wirkt das schon wieder ultraviolett. So, ja, das Ganze. Durch den Schredder natürlich. Und durch die getönten Scheiben. Also von innen drin natürlich ist das nicht so angenehm. Nachher dann schauen, das kommt mal vor. Hier, man fährt hier in so einen komischen Film hier natürlich. Oh, muss man vorsichtig mal runterfahren noch. Wirkt schon wirklich eigenartig, also eigenartig. Uah, mir gefällt das nicht. So. Sind wir gleich also wieder hier bei uns der Händler. Und ja, wir schauen uns jetzt da auch gleich die Lok an. Der Sound klingt schon mal irgendwie lustig. So klingt er ja echt gut. So, steigen wir mal aus, schauen uns natürlich jetzt hier die Lok an. Da sehen wir jetzt hier, ja, unser Mod hier ist lokfehlerfrei. Und mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Also ich habe jetzt keine Fehler in der Lok drin. Ich hoffe euch, sonst hat das Video natürlich gefallen. Schaut es wieder rein, würde mich natürlich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Franz.